Und damit herzlich willkommen zu... Genau, mein Test auf dem Creative Server. Nein, was wir brauchen ist jetzt das. Scheiße, Haare. So, genau. Ja. Diesmal hat sich zwischen den Wochen jetzt nicht so viel getan. Ne? Kann ja nicht immer Neuerungen geben. Aber irgendwas habe ich geändert. Ich weiß noch nicht mal was. Ach ja, ja, ja. Nee. Alles gut. Hab bloß ein kleines bisschen. Was? Kreativmodus? Hier sind doch gar keine Icons. Warum zeigt ihr hier Tooltips an? Ist auch egal. Wir legen auf jeden Fall mal los. Und ich habe ein bisschen. Werdet ihr gleich sehen. Ja. Stimmt, ich habe den Cache geleert. Ha, da war ja was. Ja, okay. Egal. Ja, sie braucht ja gerade ein bisschen länger zum Laden, weil ich habe die ganzen zwischengespeicherten Texturen mal geleert. Der Cache-Ordner von Mindset wird sehr schnell sehr groß. Vor allem, wenn man so wie ich auf sehr vielen Servern rumprobierenderweise unterwegs ist. Und da sich ja bei meiner Konfiguration meine Mindset-Installation mit der Let's Play-Installation den Cache teilt. Warum muss ich jetzt eigentlich nachladen? Hat er? Egal, ist doch egal. So, auf jeden Fall, was wir haben. Tada! Guckt euch das an. Rotierende Vorschau unten. Ja. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich habe es irgendwie mal in dieser Beispiel-Config im Internet gesehen, dass es irgendwie Inventaranimationen gibt. Habt ihr einfach mal aktiviert und finde es halt ultra süß. Mit diesen rotierenden Blätter. Was das genau bringen soll, kann man die sich überall. Hä? Konnte man nicht auch? No. Ich war mir sicher, hier Ding, in dem Ding drin haben sich die Dinger auch rotiert. Nicht? Schade. Na gut, egal. Was wollten wir machen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, dass wir gerade am Dach waren. Und ja, ansonsten weiß ich gerade gar nicht. Ja, Dach. Was brauchen wir fürs Dach? Fürs Dach brauchen wir eigentlich erstmal die Dinger wieder. Und das Ausgangsmaterial davon. Also quasi einmal. Achso. Ja, nur noch 5? Was ist hier los? Na nee, warum haben wir nur noch so wenig? Ist das so? Ich muss das so sein. Hä, wir hatten noch viel mehr. Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Oder bin ich auf Koks? Ja, danke dafür. Ach komm. Wir hatten doch super viele von diesen Dingern, von diesen Steinen hier, von diesen Ziegelsteinblöcken. Whatever. Gut, das heißt, wir gucken erstmal, was steht hier eigentlich noch draußen jetzt mittlerweile noch rum? Wir haben hier noch eine. Oh, die ist ja gar nicht geschützt, die Kiste hier. Ja, leck mich doch am Arsch. So, hier haben wir auch. Keine Ahnung. Ich hätte schwören können, dass wir noch massig von diesem roten Stein haben. Egal. Gut, also zuallererst machen wir mal das Feld. Und wisst ihr was? Wenn wir schon mal beim Feld sind, ich vergrößere das Feld gleich mal. Ja, hatte ich ja vorgehabt. Hatte ich ja erwähnt gehabt. Wo ist unsere Ho? Dass ich aus dem einen Feld da vier Felder machen möchte. Damit wir ein bisschen mehr Getreide ernten können. Ich meine, wir haben zwar bis Anno dazu noch kein einziges Getreide verbraucht, aber es ist trotzdem immer schön zu wissen, dass man viel hat. Leg mich doch.
Selbst wenn man nicht viel braucht, Hauptsache man hat viel. So. Genau. By the way, ich pack mal alles andere nach unten. Dann kann ich hier besser mit dem Saatgut hantieren. Können wir auch gleich mal unten unsere Sandmine erweitern, unsere Erdmine. Weißt du was? Ich hole gleich mal die Schöppe hier. Weil wir haben unter unseren Feldern haben wir immer bis das ganze, den ganzen, ja, die ganzen Dreck abgebaut. Nein, nein, nein. Eine Schippe haben wir noch, die aber schon ganz schön lidiert ist. Ach, siehst du, guck mal, wir haben noch Steine. Also diese, das Rohmaterial quasi. Okay, das heißt, wir hatten noch von dem Roten, aber wir haben sie noch nicht bearbeitet oder verarbeitet. Ansonsten haben wir hier... Ne, eine andere Schippe haben wir auch nicht. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen Material mit, weil ich glaube, die eine Schippe wird noch reichen. So, wo haben wir Stöcker? Da haben wir. Halt. Da. So. Wisst ihr was? Saatgut nehmen wir auch gleich mal mit. Wenn wir hier große Felder anlegen, dann wollen wir die natürlich auch gleich bestücken. Das heißt, wir brauchen... Gott, so viel haben wir gar nicht. Dich, 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 dich. Ihr könnt erstmal wieder raus. Dich nehme ich auch gleich mit. Ich brauche ich denn für die komischen Dinger da. Achso, siehst du, vielleicht haben wir hier draußen noch Saatgut. Das liegt natürlich im Bereich des Möglichen. Jawohl. Und fand ich gerade wenig. Okay. Dich nehme ich auch mal mit, dich nehme ich auch mal mit. Und wie sieht's aus? Wir haben immer noch keine Kartoffeln gehabt, ne? Wir hatten nur Gurken bisher. Ah, nicht hier Kartoffeln. Ich nehme ich auch mal mit. Da werde ich die nämlich erstmal primär anlegen. Die ist ja alles durcheinander. Du kommst noch da. Und du kommst noch da. So, das ist für das, was auf dem rechten Feld alles ist. Und das, was auf dem linken Feld alles ist. Das heißt, ich werde auch das Feld hier aufteilen. Ja, ich werde hier vier, also insgesamt acht Felder, also sechs noch dazu machen. Also eins da, eins da, eins da, eins da und zwei da hinten. Wobei, nee, da hinten geht gar nicht, hier geht das Wasser runter. Okay, das heißt, ich muss die Felder hier vorne lang anlegen. Auch kein Problem. Oh, und hier ist auch schon. Ja gut, ist aber kein Problem. Okay. Das heißt. Was mache ich eigentlich gerade? Du kommst mal rein. Ich komme alle mal nach unten hier. Hier kommt erstmal Baustoff hin. Und zwar das hier. Dankeschön. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey. Ach so, sind nur 6x6 Felder. Ich dachte gerade irgendwie, das sind 8x8 Felder. Whatever. Eins, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann klatschen wir da drunter gleich mal die Erde weg. Oh. Warum komme ich hier nicht hoch? Achso, deswegen. Okay.
Oh, wir verhungern gleich. Ach, komm hier. Reicht das mal. Wisst ihr, was machen wir anders? Wir machen erstmal die Felle herauf, da kann ich nämlich darunter atmen. Danke dafür. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sehr schön. Dann haben wir schon mal die ersten vier Felder. Jetzt kommen hier nochmal vier Felder hin. Die Frage ist, wir können hier eigentlich nur nochmal zwei Felder hinpacken. Machen wir auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Schwanz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Da, 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 da. Hallo? So. Ja, komm, hier wollte ich auch noch heute. Da müssen wir nur gucken, wo wir denn die restlichen zwei Felder hinmachen, damit es einigermaßen ordentlich aussieht. Weil 3x3 Felder geht ja schlecht. Es sind ja nur 8 Felder. Und in einer Richtung 4. Ich weiß nicht, ob wir hier noch mal zwei Felder hinbekommen. Könnte vielleicht sogar passen. Ich weiß vor allen Dingen auch gerade nicht, wie groß unsere Protection überhaupt ist. Ob das dann da überhaupt bis dahin reichen würde. Ah, doch, okay. Das heißt, wir können das gesamte Naturschutzgebiet benutzen. Dafür sind Naturschutzgebiete ja auch da, damit man sie verschandeln kann. Ich glaube, wir packen es aber doch lieber hier hin. Ganz ehrlich. Ja, komm, wir lassen hier. Wir machen das hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Und die letzte Reihe. Yay! Okay, okay. Ja, das war perfekt. Das waren jetzt 4, 5, 6. Das geht sogar. Lol. Danke dafür. So, dann haben wir jetzt unsere 8 Felder. Und hier hat man noch so ein bisschen, ne, zum weiß nicht was machen. Weiß ja geil was. So, das Ganze müssen wir auch noch hier alles entfernen. Eine Axt habe ich nicht dabei, ne? Schon wieder nicht. Ach Gott, leck mich am Arsch. Gar nicht, wann ich die Aufnahme gestartet habe. So, genau. Das hier ist auch schon mal sehr schön. Sehr gut. Können wir bald unser erstes Backpack machen. So.
So, jetzt müssen wir erstmal die ganzen Felder hier vorbereiten. Na, die Holzhacke wird dabei weit nicht reichen. Ich lege also gleich mal hier eine gute an. Die gute alte. Gibt's keine Bronze? Ho? Ja, leck mich am Arsch. Gibt's nur Metall. Och Mann. Ja, dann halt nicht, ne? Müssen wir uns halt welches Holz machen. Easy. Holz haben wir auch nicht dabei. Ich gehe ja schon. Er hat mich überzeugt. Haben wir hier drinnen? Kein Holz. Haben wir hier drinnen? Auch kein Holz. Doch, da mal Holz. Danke. Haben wir echt kein Holz drinnen? Obwohl, warum auch? Ist ja eine Futterkiste, keine Holzkiste. So. Dass jetzt echt so schnell ausfällt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hält ja gerade mal Sekunden. Ach ja, siehst du, Knochen kriegen wir auch wieder, wenn wir Sand abbauen. Können wir bald endlich mal anfangen hier mit Bodenbild herstellen und. Digga, wie kurz reicht die denn gerade mal? Ist ja nicht mal ein Feld oder so. Ist ja ein Witz, ist das ja. Ich meine, selbst reale Holzwerkzeuge halten viel, viel länger. Ich meine, klar, eine Holzaxt gibt es natürlich nicht wirklich, aber es gibt ja ein Holzrechen im echten. Da hat man früher hauptsächlich benutzt. Ich meine, Klammer hat natürlich auch dabei schon gespülte Stahl genutzt, aber ich sag mal so, sehr einfache Bauern haben im Garten mit Holzwerkzeugen gearbeitet. Weil damals einfach Stahl viel zu teuer war. Ich glaube das nicht, Alter. Ist doch hier. Da ist eine Force. So, zwei Felder müssen wir noch. Na gut, hat also drei hätte ich gar nicht mehr gebraucht. Aber egal. Wer weiß vielleicht doch. Ja doch, ich brauche doch, doch nochmal drei. Also, jetzt die zwei, die ich noch habe. Alter. Ist das ein Verschleiß, ey. Wenn nicht fürs letzte Feld reicht es nicht mehr, aus. Obwohl, doch, geht noch. Gerade so, ne? Also, muss schon sagen, das ist absolut traumatisierend. Wir haben ja für ein Feld eine Hoe verbraucht. Ja, der ist. Also, Hacke oder wie das Ding heißt. Hake? Hacke. Ist nicht gerade sehr geil. Muss man ja schon mal sagen. Was machen wir gerade? Hektar. So, jetzt bewirtschaften wir die Felder mal. Also einmal Kartoffel, einmal Gurke, einmal Reis und einmal Baumwolle. Kürbis brauchen wir nicht mehr. Mache ich nicht mehr. Lohnt sich einfach nicht mehr. Und dann würde ich mal sagen, Reis mache ich hier. Achso, ich hätte gucken können, ob ich von allem überhaupt noch habe. Weil ich brauche von jedem 36. Ich denke mal, die Rechnung kann jeder nachvollziehen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viel ich beim Reis noch brauche. Da brauche ich glaube noch 5. Bei den anderen dementsprechend mehr. So, hier habe ich gar keine Samen mehr drin. Das ist auf gewisse Art und Weise ganz gut. Ich nehme mal die ganze Scheiße noch raus. Was ist hier? Es ist noch so viel kleinere Datsch drin. Das ist alles noch aussortieren. Wisst ihr was, dann mache ich heute mal... Mal gucken, ob wir heute auch noch das Dach machen. Also für euch heute und morgen. Für mich mache ich alle Aufnahmen miteinander. Aber wir machen erstmal die Felder auf jeden Fall. Oha, wir haben nur noch 4. Na gut, dann reicht das also nicht ganz. Ist aber auch nicht weiter schlimm. So, hier brauchen wir nur. Oh! Hi! Willkommen im Let's
Let's play. Genau, da brauchen wir eine. Was machen wir da? Da. So. Genau, hier brauchen wir auch 36. Rest kann da oben rein. Hier brauchen wir auch eine 36. Rest kann oben rein. 36, Rest kann oben rein. Das brauchen wir alles gar nicht. Danke, wofür? Lalalala, ich bin verwirrt. Hier kommt die Knochen rein. Das packe ich erstmal hier wieder rein. Das klaut uns gerade hier so viel Platz. Und Platz werden wir brauchen. Wo ist meine Holzkiste? Hier ist Holz, genau. Für Holz habe ich immer eine extra Kiste. Also alles, was mit. Also quasi alles an Baumaterialien ohne Holz und alles an Baumaterialien, die aus Holz bestehen. Ja. Und dann habe ich hier halt meine Krimskramskiste. Da kann das rein. Eigentlich schon. Nee, komm, nehmen wir mal mit. Weil wir werden ja unter den Feldern, wie gesagt, den ganzen Sand wegkramen. Und wenn wir da irgendwie auf vereinzelte Steine treffen, können wir die natürlich auch gleich wecken. So, der ganze Cut kommt hier mal mit rein. Erstmal so. Also, was wir brauchen, ist das hier mit 36, dann hier von 36, Reis brauchen wir noch. Was war das andere? Das war doch noch was. Jetzt habe ich hier irgendwas mit weggeschaut. Ach ja, hier, klar, Kartoffeln und Gurken. Wir haben nur 29 Kartoffeln? Why? Hat die nicht gerade viel mehr Kartoffeln? Oder habe ich die jetzt gerade... Na nun? Bin ich gerade ein bisschen verwirrt? Habe ich gerade so viele Kartoffeln gegessen? Warum habe ich überhaupt Kartoffeln gegessen? Oh! Bei geessen, dann bin ich wieder da und bei Mumble. Ach Gott, Mumble. Ja. Ja gut, dann war es das halt mit den Kartoffeln. Ach komm jetzt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Hütchen. Heißt also, Kartoffeln kriegen wir auch nicht voll, weil ich in meiner geistigen Umnachtung. Oh, was reicht denn nicht mal mehr hier? Wir brauchen definitiv mehr Reis. Naja, gut. Ja, weil ich in meiner geistigen Umnachtung natürlich. Was? Genau. Baum. Bubble, die ganzen Kartoffeln weggegessen habe, weggesnackt habe, ohne daran zu denken, dass wir hierfür ja jetzt noch mehr brauchen werden. Das war natürlich super intelligent, aber so ist er, der Ronny. Egal, wir kriegen auf jeden Fall alle Felder fast voll, von daher sollte das reichen. So, damit haben wir die ganzen wichtigsten Sachen jetzt schon mal angepflanzt im großen Stil. Ist doch ganz geil. Wir müssen übrigens auch mal wieder bei unserer Vanilla Let's Play Welt mal vorbeischauen. Da fällt mir gerade ein, haben wir auch ein riesiges Beet angelegt. Haben das aber nie wirklich benutzt, weil ich dann ja hier zu dem Server gewechselt bin. Einfach weil das wunderbar schön ist. Also fürs Let's Play natürlich. Ich meine, ich privat spiele auch auf dem Vanilla-Server. Aber hier, ne, man will ja hier fürs Let's Play schon ordentlich was bieten können. Im Sinne von, dass wir unser Haus richtig schön einrichten können mit Möbeln und sowas alles. Und das dauert aber halt noch ein bisschen, aber wir haben jetzt zumindest die Möglichkeit erstmal schon mal dafür.
Das war ja damals einer der Gründe, weswegen ich diesen Creator-Server überhaupt angelegt habe. Damit man halt für das Let's Play zum Beispiel ein bisschen was Umfangreicheres hat. Und natürlich auch, weil mich halt auch manche andere Spieler darum gefragt hatten, ob ich nicht noch einen Server machen kann, wo man Creative-Recht hat und Home-Decor und sowas alles. Und ja, ich meine, einen Server mit Creative habe ich auch versucht, ist aber kläglich gescheitert. Hatte ich aber, glaube ich, mal auch erzählt gehabt, dass ich damit eher so schlechtere Probleme hatte. Aber gut. So, jetzt müssen wir hier eigentlich einfach nur durch. Und hier bist du jetzt wieder 1, 2, 3. Oh, ich darf nicht nach oben baggern, Alter, aber das fällt gleich kaputt. 1, 2, 3. Mir fällt ein, wir brauchen noch Fackeln. Es wird nämlich hier gerade ganz schön schnell, ganz schön dunkel. Und wir sind auch schon wieder am Verhungern. Warum auch immer. Fackeln habe ich hier keine. Kohle habe ich hier auch keine. Wir können also auch keine Fackeln bauen. Schade. Na gut, dann gehen wir halt wieder rein. Haben wir hier Fackeln rumliegen der Weise? Ich glaube nicht, aber wir haben jetzt zumindest Kohle. Oh wow, 7 Stück ist ja immerhin. Naja. Gut. Aber ich glaube mal, die Folge ist mittlerweile auch schon fast vorbei. Dann würde ich mal sagen, oder? Müsste eigentlich mittlerweile schon 30 Minuten locker. Oh ja, fast. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Schau mit V.